bin eigentlich ein Pragmatiker und das ist eine praktische Sache, eine logische Sache, eine vernünftige Sache. Da wird ein Brunnen gebaut, den kann man mit wenig Wartung instand halten. Hilfe zur Selbsthilfe nennt sich das. Daseinsvorsorge ist der beste Ausdruck, den es gibt dafür. Das heißt, um das Dasein auf der Welt zu gewährleisten, Vorsorge zu treffen. Und das ist ein Punkt, der auch dann in der Gemeinschaft gemacht werden soll. Deshalb bin ich immer noch der Meinung, Wasserversorgung ist einer der Punkte. Es gibt vielleicht noch ein paar andere, aber das sollte eine Sache sein, die nicht privatisiert werden sollte. Das ist was, was kommunal in Ortschaften bei den einzelnen Bürgern liegen sollte. Und das ist speziell gerade der Begriff hier, kommt da richtig nochmal zur Bedeutung, dass man sagt, Daseinsvorsorge ist was ganz Wichtiges und auch kein altbackener Begriff, sondern der beschreibt es ganz konkret mit einem deutschen Wort, dass es auch jeder versteht. Und das ist absolut wichtig, besonders dann auch hier in der Region. Das Interessante und das Schönste war, die Kinder zu beobachten, den Kindern mal in die Augen zu sehen, erst wie schüchtern die waren und dann, wie das langsam aufgeschlossen war, immer ein bisschen körperlichen Kontakt aufgemacht hat, mal so und mal hier und mal gezwinkt und mal die Kamera gezeigt. Das sind so Sachen, die bleiben bei mir, das sind die Kinderaugen. Das war's. Was entscheidend war, waren so zwei, drei Augenblicke, die ich erlebt habe. Das war beim Wassertragen. Die Dame wollte mir helfen. Ich dachte, Wahnsinn, kann doch gar nicht sein. Du bist hier, um denen zu helfen. Ja, die Botschaft ist wie wirklich, dass man sagt, ey, Wasser ist Leben und wir wünschen euch, ich habe damals schon mal gesagt, viel Leben, heißt also viel Wasser, damit hier eine Versorgung aufrechterhalten wird. Und ich habe das Gefühl, bei euch, also bei den Leuten hier, ihr wisst das viel mehr noch zu schätzen wie bei uns. Und das wollte ich denen auch das Gefühl so ein bisschen mitgeben, dass das was Wichtiges ist. Aber das hat man ja auch erfahren, wenn man dann hört, dass die Leute sagen, wir werden da auf den Brunnen achten, wie auf unseren Augapfel. Dann sagt das ja alles aus und das ist eigentlich das, was ich denen vermitteln wollte und sagen, ihr seid auf dem richtigen Weg, das ist was Gutes, was er da macht.